Herzlich willkommen, Freunde, Investor und Newcomer. Ich hoffe, das Wochenende wird für euch wunderschön starten und wir werden gut in dieses Wochenende hineinkommen. Wir sehen, dass der Altcoin-Markt wieder am Einsacken ist. Warum? Bitcoin ist auch wieder eingesackt. Wir sind auf die unteren 55.000er-Marken gegangen. Werden wir die 54.000er-Marke noch brechen? Und noch auf die 50.000er Marke runtergehen. Darauf spekulieren jetzt sehr, sehr viele. Warten wir das mal ab. Ich habe sehr spannende, super starke und interessante Informationen für euch in dem Livestream. Gestern wurde auch erwähnt, warum man letztendlich noch an diese legiten Coins investiert und glaubt und dass die ja gar nicht so stark steigen. Ich werde euch heute nochmal einen Grund zeigen, warum ich der Meinung bin, dass viele Prozesse im Hintergrund letztendlich abgewickelt werden und wir die Früchte dieser Projekte und dieser ganzen Partnerschaften in Zukunft erst sehen können. Aber viele zu blind sind, um das jetzt zu erkennen. Darum, meine Lieben, tauchen wir direkt ein. Wenn ihr eure Chance noch aber nutzen möchtet, um günstig einzukaufen, dann geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitwavo, meine Lieben, powered by Hive. Nun haben sie auch eine BaFin-Lizenz und ihr habt hier Gebühren von bis zu maximal 0,25%. Damit gehören sie nicht nur zu den günstigsten Anbietern in Deutschland, sondern zu einem der günstigsten Anbietern weltweit. Heute kommen die Arbeitslosenzahlen in den USA raus und viele, viele Augen konzentrieren sich natürlich hier drauf. Wir sehen hier, dass wir im letzten Monat, beziehungsweise im Juli, vorletzten Monat natürlich, 4,3% hatten. Wir können hier auch eindeutig erkennen, dass seit März die Arbeitslosenzahlen immer weiter steigen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Werden wir heute eine Senkung sehen oder bleibt es gleich? Kommen vielleicht die Zahlen weiter nach oben? Warten wir das mal ab. Die Forecasts und Konsense sind hier bei 4,2% und 4,3%, also gleichbleibend oder leicht fallend. Wollen wir mal sehen, ob es so ist oder ob die Arbeitslosigkeit weiter nach oben geht. Sollte das natürlich passieren, spekulieren jetzt einige darauf und sagen, ja, das wird die Aufgabe von Jerome Powell schwerer machen, die Zinsen zu senken. Sollte die Inflation dann natürlich auch nicht mitgehen und wir danach weiter nach oben gehen. Aber ich glaube, darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Es steht schon längst fest, dass sie die Zinsen senken werden, meines Erachtens. Sonst werden sie die komplette Wirtschaft, die Konjunktur zerschreddern müssen. Der Crypto Fear and Greed Index ist auf Extreme 4 rübergegangen, mein Lieben. Wir haben extreme Angst auf den Märkten. Das erkennen wir an den Kommentaren in unseren Videos. Das erkennen wir an dem Sentiment. Das erkennen wir an viele, viele Influencer, die jetzt auf einmal in einem extrem negativen, in eine negative Stimmung übergegangen sind. Und das ist faszinierend für mich. Ja, Indikatoren zeigen auch, dass es nicht gut aussieht. Ein, zwei Indikatoren sind zum Beispiel positiv, wie ich gestern auch gezeigt habe, auch Twitter auch gepostet habe, dass beispielsweise wir einen Golden Cross im Weekly Chart sehen zwischen der 100er und der 200er gleitenden Durchschnittspreise. Ihr wisst ja, wie es in der Börse heißt, kauf ein, wenn es Blut auf den Straßen gibt, sei gierig, wenn alle ängstlich sind und sei ängstlich, wenn alle gierig sind. Es sieht stark danach aus, als ob wir hier starke Angst in den Märkten haben und oftmals ist das ein Zeichen dafür gewesen oder ein Trigger dafür, dass schon bald ein stärkerer Anstieg folgen kann. Wie wir auch an dem Chart von Axel Ader Jr. hier erkennen können, sind die Short-Term-Holder nicht mehr gewählt, so stark im Minus zu verkaufen, meine Lieben. Schaut euch das mal an. Sie paniken nicht mehr so stark, so wie sie es gemacht haben, als wir vor kurzem am 5. August einen etwas stärkeren Crash bzw. Abwärtsbewegung erlebt haben. Das ist natürlich positiv zu werten. Je schwächer natürlich die Investoren hier in diesem Markt sind, je früher sie Verluste realisieren, umso mehr sorgt das natürlich dafür, dass der Bitcoin-Preis immer weiter runter dippt. Wollen wir mal sehen, ob das hier letztendlich ein Zeichen dafür ist, dass wir einen Climax erreicht haben bei den Verkäufern und ob das bald nicht schon wieder rüber swappt in einen bullischen Trend. Warten wir das ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hier ist die Decentralized Recovery Alliance. Es sind Unternehmen, die sich zusammengetan haben. Hier die Founding Members übrigens, Algorand, Cardano,
Hashgraph, H-Bar, Input, Output, die gehören natürlich zusammen und die beiden hier gehören zusammen, Ripple und XRP Labs. Jetzt schaut euch das mal an, meine Lieben. Was machen die? Die haben hier diese Decentralized Recovery Alliance gebildet. Was bedeutet das? Sie wollen Web3 einfach leichter machen. Sie wollen es zugänglicher machen und es letztendlich eine Sicherheit hierher bringen, dass es einfacher gemacht wird, falls man seine Private Keys verliert, beispielsweise unter anderem, dass es da irgendeine Recovery-Funktion gibt und die Coins nicht für immer verloren sind. Und vieles, vieles mehr, woran sie hier arbeiten. Und das ist halt die Zukunft meines Erachtens. Wenn sich solche Giganten zusammentun und jetzt schon zusammenarbeiten, dann gibt uns das ein Signal, dass es nicht diesen einen einzigen Gewinner geben wird in diesem Markt. Was ich auch hier ziemlich interessant finde, ist, dass Constellation und Kaspersky auch Alliance-Member sind. Unter anderem sind hier auch weitere größere Entitäten mit reingekommen, wie ihr sehen könnt. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt wird. Und das ist der Grund, warum ich sage, im Hintergrund muss man trotzdem letztendlich Exposure haben zu diesen legiten Projekten. Ich weiß, sie machen zurzeit nicht diese unnormalen Gains und diese 20 und 30 X, aber wir sehen hier eindeutig, dass im Hintergrund Dinge passieren, die für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein werden, wenn es um Angewendungen geht, wenn es um Akzeptanz verschiedenster Blockchain geht. Und ich setze halt stark auf solche Projekte. Auch wenn viele Retailer, die neu auf diesem Markt sind, solche Dinge nicht verstehen, nur auf den Preis gucken und sagen, ja, solche legiten Projekte brauche ich nicht. Oder deine promoteten Coins, als ob ich diese Firmen besitzen würde. Ich bin ein Investor. Das sind nicht meine Coins. Ich habe in 54 Projekte investiert, meine Lieben. Das wissen die meisten schon, Club 54. Und ja, aus dem Grund, wie einige halt kritisieren, dass diese legiten Projekte nicht so stark steigen. Darum bin ich in 54 Projekte investiert, habe sehr stark diversifiziert, damit ich auch Exposure zu neuen Projekten habe, die letztendlich durch Spekulationen stark steigen. So habe ich eine Mischung und eine Diversifizierung in meinem Portfolio geschaffen, die mir Exposure selbst zu starken Preisanstiegen gibt, zu Hype-Projekten und letztendlich auch zu legiten Projekten wie diese. Und das haut einfach um, meine Lieben. Vorbei sind die Zeiten, wo wir uns Gedanken machen müssen, oh, wie sollen wir denn die Hunderttausenden und Millionen von Euros, die wir in Kryptos verdienen, denn ausgeben? Wenn wir das auszahlen auf die Bank, dann werden die Stress machen können, unsere Konten einfrieren. Schaut euch das mal an, meine Lieben. Das ist die Zukunft. Mastercard wird es jetzt erlauben, dass man direkt seine Private Keys, die man hat, seine Cold Storage, beziehungsweise wenn ihr Coins auf euren Ledger beispielsweise habt, mit Mastercard verbinden könnt und direkt mit euren Kryptowährungen Zahlungen abwickeln könnt. Klar ist da eine Gebühr mit drin, aber meine Lieben, wie faszinierend ist das? Das ist wunderschön zu sehen, dass es in so eine Richtung geht und dass Kryptos letztendlich anfangen werden, eine blühende Zukunft zu haben. Und zu guter Letzt müssen wir uns das immer im Hinterkopf behalten. Bitcoin Chartbot hat hier auf Twitter das hier präsentiert, beziehungsweise X, sorry. Und schaut euch das mal an. Hier werden die drei Bodenbildungsbereiche oben markiert. Seht ihr, von 2014 bis 2017 haben wir einen Bodenbereich gehabt von 176 Dollar. 2018 bis 2021er Top haben wir einen Bodenbereich gehabt von 3.185 Dollar. 2022 bis 2025 war der Bodenbereich bei der 15.758er Marke, bei einigen Exchanges sogar noch tiefer. Und das ist faszinierend zu sehen, wenn ihr euch den Verlauf anguckt. Hier in schwarz ist der aktuelle Verlauf. Mittendrin, Leute, mittendrin. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass einige hier aussteigen und sagen, ich glaube nicht mehr daran, diesmal ist alles anders. Es ist traurig zu sehen, falls es nicht so kommen sollte. Klar, der Markt ist so willkürlich, alles ist möglich. Aber es ist traurig, wenn ich mir überlege, dass einige in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, rausgehen und diese starken Anstiege, die noch vor uns liegen, nicht mitnehmen. Denn ich habe euch gesagt, wie ich denke, ich habe das jetzt schon, das ist der wievielte Bullrun, den ich mache, das ist der dritte Bullrun, in dem ich gerade dabei bin. Und bis jetzt habe ich immer wieder das Gleiche gehört, meine Lieben. Immer wieder das Gleiche. Das gleiche Narrative zu der gleichen Zeit, wo wir uns befinden. Kurz nach dem Halving, immer wieder gibt es Panik, immer wieder Nervosität. Ach, warum steigt es denn nicht? Wir sollten doch längst wieder hochgehen. Diesmal ist alles anders. Diesmal werden wir nicht. Und dann, was passiert? 3-4 Monate später, wenn der Bullrun ausrastet, ist der Sentiment komplett anders.
dann ist diese Beerdigungsstimmung komplett durch und dann ist nur noch Euphorie da. Ah, jetzt gehen wir auf die 100.000er Marke, jetzt werden wir noch weiter drüber gehen. Was war denn vor 2-3 Monaten? Viele, die jetzt auf einmal da sind, die sagen, oh nein, wir gehen runter. Die haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich erwarte, wo ich mein Preistarget gesetzt habe für den Brown Top zwischen 85 und 102.000. Man hat mich ausgelacht. Und jetzt sind welche da, die sagen, na, das war's. Die 73.000er Marke ist der Top. Die gleichen Personen haben damals geschrien, dass wir auf 150, 200.000, 500.000 gehen würden. Das ist wirklich verrückt, meine Lieben. Es ist wirklich verrückt, wie schnell der Sentiment sich ändert. Und halten wir uns das mal als Bookmark, erinnern wir uns mal daran, in 3-4 Monaten, wie der Sentiment sein wird und wie man mich wieder auslachen wird, dass ich behaupte, dass ich immer noch glaube, dass wir zwischen 85.000 bis 100.000, vielleicht gleich drüber bis 106.000, den Brown Top setzen werden. Es ist spannend zu sehen, wie sich das Ganze die ganze Zeit wechselt und dreht und wechselt und dreht. Bei Bitcoin sehen wir hier einen starken Battle, einen starken Kampf um diese 55.000 und 56.000er Marke. Wie wir hier erkennen können, haben wir das in Vergangenheit immer wieder gemacht und immer wieder. Hier sind wir an der Stelle stärker runtergedrückt und haben Resistance gehabt, wo wir an den anderen Punkten, die ich hier gerade markiert habe, Support erlebt haben und sind extrem stark runtergedrückt. Jetzt erwarten viele, dass wir Ähnliches machen, dass wir sogar auf die 40.000er Marke gehen, habe ich schon oft gelesen und gehört. Bleibt spannend. Ich bin der Meinung, nichts ist unmöglich, aber wir müssen hier erstmal abwarten und sehen, ob diese Bereiche halten. Halten diese Bereiche nicht, dann müssen wir halt strategisch herangehen und sagen, dass wir hier an der Stelle die nächsten Bereiche haben, irgendwo bei der 53.000er Marke. Bricht die 53.000er Marke, können wir davon ausgehen, dass wir erstmal hier auf die 50.000er Marke gehen, auf diese Area. Sollten wir hier weiter runter sagen, ja, dann kann man darüber reden, dass wir erstmal hier bei der 48.000 bis 47.000er Marke dann den nächsten Bereich haben, der halten sollte. Aber diese müssen erstmal brechen. Solange wir uns aber hier befinden, lehne ich mich da nicht zu stark aus dem Fenster und warte das Ganze erstmal ab. Denn das ist das, was wir tun sollten. Nicht, oh, gehen wir jetzt noch weiter oder nicht, oder oh, oder ah, wir werden es sehen. Der Preis wird uns schon zeigen und wenn das passiert, dann haben wir bestimmte Niveaus, die als nächstes halten, die als nächstes Support Area dienen. Positiv dabei zu sehen ist, dass die Gelder den Markt nicht komplett verlassen, sondern dass wir hier wieder starke Anstiege beim Tether, bei der Tether-Dominanz sehen, meine Lieben. Dieser Stablecoin, wie gesagt, macht 70% der Marktkapitalisierung im Stablecoin-Sektor aus. Und wollen wir mal sehen, er sieht stark danach aus, als ob wir eventuell diese rote Trendlinie wieder antesten würden. Und wenn das passiert, meine Lieben, das Unloading, was wir hier sehen werden, die Liquidität, die sich hier jetzt gebildet hat, die von Bitcoin, von Altcoins hier reingeflossen ist, wenn der Unload kommt, meine Lieben, wenn wir das hier erleben, dann wird der Run richtig beginnen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Korrektur auch in der Börse passiert, während der US-Dollar-Index hier etwas leicht nach oben gegangen ist, nicht ganz hier an die Linie gekommen ist, aber trotzdem hier dran abgeprallt ist und wir jetzt eine weitere Korrektur beim US-Dollar-Index sehen, sollten diese Bereiche nicht halten. Und sollten wir uns jetzt längerfristig hier unten halten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir mit dem US-Dollar-Index die nächste Area hier antesten, die ich markiert habe. Und das wird höchstwahrscheinlich dazu führen, mit der Entwertung des US-Dollars, dass wir steigende Preise in der Börse erleben können und auch im Crypto-Space, auch bei den Edelmetallen, meine Lieben. Warten wir das mal ab, halten diese Bereiche oder geht der US-Dollar-Index wieder etwas nach oben und sorgt für etwas mehr Schwäche in den Märkten. Ich bin wirklich gespannt und fasziniert darauf. Warten wir das Ganze einfach ab. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns morgen beim Livestream und Crypto Heroes out, meine Lieben.